Verkaufen. Der Podcast für Vertrieb und Führung in digitalen Zeiten. Ehrlich, klar und jede Woche neu. Das Ganze von und mit Martin Limbeck. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Limbeck.verkaufen.digitalisierung.führung. Oder einfach verkaufen. Es geht um Vertrieb, es geht um Führung und Digitalisierung. Und wer das erste Mal hier reinhört, entweder bin ich hier alleine mit ein paar Ideen für euch, um die ganzen Hirnzellen ein bisschen anzureichern, aus der Komfortzone rauszukommen, in die Lernzone zu gehen, wie ich es liebevoll nenne, um neue Dinge auszuprobieren. Denn wir leben in verrückten Zeiten. Ich glaube, das, was ich in den letzten 5 Jahren verändert hat. Vor Covid hat sich 50 Jahre davor nicht verändert. Und das, was wir in den letzten 14 Monaten erlebt haben, hat auch nochmal die Welt für das Thema Führung und für das Thema Verkauf und Digitalisierung richtig wachgerüttelt. Kleine Anekdote, bevor wir einsteigen mit meinem super Gast hier. Wer mich ein bisschen stalkt, weiß ja, also stalk liebevoll gemeint, ja, dass ich auf dem Land lebe. Und vor 5 Jahren, wie ich hierher gezogen bin, ging ich zum reichsten Bauern hier am Niederrhein. Also angeblich einer der reichsten Bauern und ganz feine Menschen. Und sagte, Mensch, wie sieht's denn aus? Wir haben hier ein schlechtes Internet. Wollen wir nicht mal dafür kämpfen, dass wir Glasfaser hier kriegen? Sagt er, brauchen wir nicht. Gestern hatte ich ihn dran, weil er mir hier sehr geholfen hat, meinen Schnee aus der Einfahrt zu bekommen. Hier wird noch sehr viel auf Nachbarschaftshilfe gelegt. Und dann sagt er, meine Frau will dich auch noch sprechen. Und ich sagte, Mensch, Martin, können wir nicht für Glasfaser kämpfen? Kommt nur bis Haus Nummer 6, weil wir brauchen Internet-Homeschooling zu dritt im Internet. Ja, das ist schön hier in Deutschland. Das ist der Wahnsinn. Gestern war ich noch bei Clubhouse mit Christian Lindler und Bosbach. Da ging es auch um das Thema Digitalisierung und Anschluss, dass wir immer noch irgendwie da, ja, keine Ahnung, nicht nach vorne kommen. Und heute habe ich einen Mann da, der gilt als der Klartext-Experte, Thilo Baum. Thilo arbeitet mit Politikern, mit Trainern, mit Unternehmen, also auch sehr vielschichtig. Und da steigen wir direkt ein mit der ersten Frage. Er weiß nicht, was ihn erwartet. Das ist auch immer ganz witzig und wichtig hier zu wissen, ihr Lieben. Meine Gäste kriegen keinen Leitfaden. Wir machen das eben einfach aus dem Dialog heraus. Thilo, erstmal herzlich willkommen. Ja, danke schön, lieber Martin. Danke, dass ich dabei sein darf. Freut mich sehr. Sag mal, wieso redet keiner mehr Klartext? Die Leute haben sich's abgewöhnt, weil sie denken, klare Worte seien unfreundlich, weil sie glauben, geschwurbelte, komplizierte, verschachtelte Sprache wirke intellektuell. Sie haben Angst einfach davor, wie die anderen reagieren. Und deswegen reden die Leute eigentlich, naja, um den heißen Brei herum und nicht mehr darüber, worum es eigentlich geht. Und das ist, finde ich, vor allem im Business-Kontext fatal, weil die Missverständnisse zunehmen in den Unternehmen, aber auch in der externen Kommunikation. Angesichts der Corona-Krise steigt die Unsicherheit, wenn Chefs keine klaren Worte finden. Also warum? Weil die Leute Angst haben. Sie haben Schiss. Aber Angst vor was? Nicht gemocht zu werden, Thilo, ist es? Oder ja, ist also es an den Urängsten gemessen ist es die Angst vor Ablehnung, weil wenn ich direkt sage, was ich meine, dann ist das in gewisser Weise heute nicht konform. Heute erwarten wir vom gesellschaftlichen Code her sehr viele Relativierungen, Einschränkungen. Ich muss sogar, wenn ich meine Meinung äußere, heute dazu sagen, dass es meine Meinung ist. Also wenn ich sage, hey, tolles Wetter heute, dann wirkt das auf viele Leute schon viel zu krass. Da muss ich dann sagen, also meiner Meinung nach ist das Wetter heute toll. Und so sind wir eben dabei, die Sprache zu verflüssigen, will ich mal sagen. Und wenn man sich mit Sprache ein bisschen auskennt, dann weiß man, dass daraus folgt, dass die Begriffe nicht mehr klar sind am Schluss, wenn ich alles einschränke. Das erlebe ich auch. Gerade in der Führung ist ja auch so dieses Thema Harmonie vor Konflikt. Da wird ja nicht mehr, wie du so schön sagst, Klartext gesprochen. Ich habe ja diesen Satz geprägt, Harmonie vor Konflikt. Wir möchten die Beziehung nicht gefährden mit dem Mitarbeiter. Der könnte ja vielleicht kündigen oder der könnte mich nicht mehr mögen. Ich habe das vor allen Dingen sehr stark in Unternehmen erlebt, wo Beziehungen seit 20 Jahren gehen. Also wo der Abteilungsleiter, als Beispiel, um einen Begriff zu nehmen, oder der Bereichsleiter seinen Mitarbeiter 20 Jahre hat. Die kennen sich privat, die haben sich auch schon mal gegenseitig zum Geburtstag eingeladen. Und da fällt es umso schwieriger, in den Konflikt zu kriegen. Wie kriegen wir das wieder hin? Weil ich glaube, es braucht ja Klartext, weil sich keiner mehr was traut.
Ja, das, dem Ganzen liegt ja noch ein Missverständnis zugrunde. Also die Leute glauben ja, wenn ich mich klar ausdrücke, dann kündigt der Mitarbeiter. Das muss ja gar nicht sein. Also ich bin ja, wenn ich mich klar ausdrücke, nicht automatisch unfreundlich. Also ich will ein Beispiel sagen, das habe ich auch in meinen Seminaren drin. Das ist ein ganz simpler Text. Dieser Text heißt, der Verband beantragt einen Zuschuss. Das ist ein sachlicher, neutraler Satz. Der ist null emotional und ja. Ich kann ihn nicht kürzen. Der Verband beantragt einen Zuschuss, redet aber keiner. Die Leute sagen nicht Zuschuss, sondern Bezuschussung. Sie sagen nicht beantragt, sondern nehmen die Beantragung vor oder führen sie durch. Und dann heißt es im Passiv noch mit Nebensatz festzuhalten ist, dass seitens des Verbandes die Beantragung einer Bezuschussung vorgenommen wird. So, jetzt habe ich in diesem einfachen Satz jetzt Luft reingepumpt und du siehst, dass um den heißen Brei herumreden, das macht die Sprache nicht besser. Es macht es nicht freundlicher. Und wenn ich zum Beispiel ein Beispiel mitgebracht, also Beispiel, du hast einen Kontoauszug mit deinen Kreditkartenumsätzen über einen Kalendermonat hinweg. Und jetzt siehst du, auf diesem Auszug steht bei vielen Buchungen gar nicht das Datum dabei, also was weiß ich, 6. März oder so, sondern da steht folgt. Das ist mir passiert. Ich habe dann bei meiner Bank gefragt, Leute, was heißt folgt? Könnt ihr mir bitte einen übersichtlichen Kontoauszug bereitstellen? Dann antworten die, Herr Baum, wir verstehen Ihren Auftrag nicht. Wenn Sie wollen, dass wir Ihnen die Kontoauszüge nachreichen, dann ist das kostenpflichtig, dann erteilen Sie bitte separat einen Auftrag. Meine Frage war, dachte ich, sonnenklar. Ich habe gefragt, was heißt dieses folgt? Hintergedanke, gibt es Doppelbuchungen? Ich muss... Damit die Leute das verstehen, mich sonnenklar ausdrücken. Ich muss wirklich sagen, passt auf, ich habe dieses Phänomen. Gelber Marker, Anlage 1, Fetten, ja, so dazu, dass die wirklich wie Blöde sehen, ah, okay, darüber redet der, darum geht's gerade. Und dann eine glasklare Frage stellen, die völlig unmissverständlich ist, sonst geht die Kommunikation in die Hose. Und das betrifft nicht nur klare Fragen, sondern das betrifft auch klare Antworten. Also wenn du jetzt zum Beispiel die Krise nimmst und du sagst, ein Unternehmen beantragt Kurzarbeit und informiert jetzt seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie machst du das? Da ist es natürlich wichtig, den richtigen Ton zu treffen, damit die Mitarbeiter verstehen, warum diese Zwangslage existiert, besteht und warum es in dem Fall sinnvoll ist, von Seiten des Unternehmens diesen Schritt zu tun. Wenn ich jetzt das Ganze als Horrornachricht verkaufe und sage, oh, es tut uns so leid und ihr seid so betroffen und die Welt ist so schlimm, weil ich denke, ich muss um den heißen Brei herumreden und empathisch sein und so. Ich habe nichts gegen Empathie, aber hier ist es an der falschen Stelle, falsch gemeinte Empathie. Dann ist es klar, dass ich meine Belegschaft frustriere. Wenn ich aber sage, passt auf, Leute, die Kurzarbeit rettet, so wie es im Moment aussieht, eure Arbeitsplätze und wir werden später mit vereinter Kraft wieder einsteigen und während ihr in Kurzarbeit seid, konzentrieren wir uns im Management nochmal auf unsere Kernkompetenzen und überlegen, wie wir unser Business anpassen können. Das heißt, wir nutzen die Zeit, um uns ein bisschen zu besinnen auf das, was geht. Und das, liebe Mitarbeiter, könnt ihr auch, denn ihr habt jetzt mehr Zeit und ihr könnt jetzt Weiterbildungsvideos schauen oder Bücher von Thilo Baum lesen, Schluss mit förmlich und euch mit Unternehmenskommunikation befassen. Wenn ich das so verpacke, rede ich nicht um den heißen Brei herum, sondern komme zum Punkt und bringe die Aussagen, die für mein Gegenüber wichtig sind. Das Schlimme ist ja, ganz viele Leute kommunizieren nur aus ihrer eigenen Sicht. Wir haben jetzt Kurzarbeit, das ist schlimm und wir wissen nicht, wie es weitergeht. Aber welche positiven Perspektiven sich dann für andere damit verbinden können, das fällt dann oft unter den Tisch. Also Klartext zu sprechen heißt, zu sagen, worum es geht. Es heißt nicht, den anderen zur Sau zu machen oder irgendwie runterzuputzen. Nein, absolut. Das ist nicht gemeint. Also Klartext hat doch auch was für mich, korrigier mich, mit Klarheit zu tun. Nehmen wir mal das Beispiel, bei uns war es auch im letzten Jahr so, das kennen wir alle, Ersterlebnisse bleiben ja auf unserem Festplatte am stärksten hängen. Ne? Wenn du sagst, denk mal an dein erstes Auto, weißt du sofort, was das war. Denk mal an deinen ersten Vortrag, da weißt du ganz genau, wann das war. So. Ja. Und ich weiß doch wie heute, Ende Februar ruft mich ein Holding-Geschäftsführer eines unserer großen Kunden an und sagt, Martin, ich komme gerade vom Strategie-Meeting, wir sagen im März
alle Seminare erstmal ab. So, und dann dauert es keine Woche und es war erstmal von allen Trainern 800 Tage im Kalender auf Hold gesetzt. So, ja. Die haben mich abgesagt, verschoben, also wir machen keine Präsenzseminare. Wir haben großes Glück gehabt und auch klar und wahr mit unseren Kunden gesprochen. Wir haben die Online-Kompetenz schon seit 5 Jahren, haben die natürlich auch nochmal aufgerüstet, jetzt mit 2 Kameras, Teleprompter, wo ich praktisch nicht ablese, sondern den Zoom-Bildschirm sehe oder Teams oder du bist ja noch zum Techniker ausgebildet worden in den letzten 14 Monaten. Mhm. WebEx, ich kann jetzt alles, ja, und mein Team. Und da sind wir dann auch hergegangen. Wir haben das, denke ich, sehr gut gemacht. Wir haben so 4 Schritte der Klarheit gewählt. Wir sind erstmal hergegangen zu den Mitarbeitern und haben gesagt, schaut, das passiert gerade. Mhm. Keiner von uns weiß jetzt, wie es weitergeht. Jetzt machen wir erstmal Folgendes. Wir nehmen Ostern alle Urlaub. So, alle. 10 Tage, oder es waren ja keine 10 Tage, es waren ja dann nur 8, aber wir nehmen erstmal Ostern Urlaub, weil wir erstmal nicht in Kurzarbeit wollen, sondern wir wollen weiter Gas geben. So, dann sind wir in Kurzarbeit gegangen für 2 Monate im Sales-Bereich und in ein paar Positionen, die wir nicht brauchten im Moment, weil du konntest Leute zwar anrufen, Kontakt halten, aber erstmal waren alle in Schockstarre. Und dann haben wir gesagt, was käme nach Kurzarbeit? Nach Kurzarbeit käme Entlassung. Wollen wir das? Nein, wollen wir nicht. Also müssen wir alle zusammenrücken und noch fleißiger sein, damit wir hier die Arbeitsplätze erhalten. Und siehe da, bei uns auch ab Juli ging es hoch und ich muss sagen, jetzt der 2. Lockdown ist zwar eine Katastrophe natürlich für die Menschen draußen, auch da mal Klartext aus meiner Sicht gesprochen, ich kann diese ganzen Verschwörungstheorien nicht mehr hören, also was ich da alles für Müll gehört habe. Mhm. Das Beste, was ich gehört habe, es war die Rentenversicherung, weil wir brauchen ein paar weniger Alte, weil die nicht zahlen können, also so ein Schwachsinn. Mhm. Und dann ist ja auch so, Thilo, diese Sache erstmal kommen so auch in der Presse und von Leuten, ja, die Unternehmen, die nicht gut gewirtschaftet haben, die gehen jetzt alle platt und sind selber schuld. Ich sagte, ich kenne eine Menge Unternehmen, die auch aus meiner Sicht systemrelevant sind, wie zum Beispiel Fitnessstudio, Fitnessgerätehersteller. Ja, wie viel Cashflow willst du denn haben? Ne? Ja. Bei einem Umsatz von 50, 60 Millionen und auf einmal bist du runter auf nahezu null, ja, um die Mitarbeiter dann zu halten. Also da wird gerade aus meiner Sicht in der Politik, und du bist ja auch in der Politik unterwegs, auch wenig Klartext gesprochen, oder? Ja, sicherlich. Der Unverstand, der wirtschaftliche Unverstand ist in der Politik jedenfalls bei vielen Parteien extrem. Also die, auch der, sagen wir mal, der politische Hintergrund vieler Entscheider in der Öffentlichkeit ist ja der öffentliche Dienst. Also ganz viele Politiker haben ja den Hintergrund des öffentlichen Dienstes. Ich finde, 5 Millionen übrigens habe ich jetzt letztens noch gehört. 5 Millionen arbeiten in Deutschland im öffentlichen Dienst, habe ich gerade noch gehört. Ja, genau. Und dieser öffentliche Dienst ist ja natürlich wichtig, damit die Busse fahren und das Wasser fließt und das Krankenhaus funktioniert, ohne Frage. Nur diese Menschen im öffentlichen Dienst, die bekommen nur dann ihre Bezüge, wenn Wertschöpfung funktioniert. Und Wertschöpfung bedeutet, dass wir tatsächlich Werte schaffen. Heißt für ein Unternehmen zum Beispiel, sich jetzt in der Krise zu überlegen, wir besinnen uns jetzt nicht auf unser Kerngeschäft, denn das bricht ja gerade weg, ja, sondern wir konzentrieren uns darauf, was wir wirklich können. Oder wir gucken, wie wir das, was wir können, durch Digitalisierung auf eine höhere Stufe heben können. Und wir nutzen diese Krise, um uns weiterzuentwickeln, weil wir sowieso keine Wahl haben. Aber ich gebe dir total recht. Es ist falsch, wenn wir sagen, wer nicht gut gewirtschaftet hat, geht jetzt pleite, weil die Rücklagen hat kaum ein Unternehmen, das es dann sagen kann, okay, wir überleben beliebig viel Zeit. Und wir haben auch eine öffentliche Meinung in Deutschland, die sagt, die Wirtschaft ist böse, das sind alles Kapitalisten, die machen sich nur die Taschen voll und sollen die mal pleite gehen. Ich finde das ganz schlimm, diesen Unverstand, den Menschen zum Teil auch aus dem Bildungssystem mitnehmen, die dann am Schluss gar nicht wissen, was eigentlich gerade läuft. Und diese Krise bewirkt jetzt, dass ganz viele Wirtschaftsgegner, die sagen, Wirtschaft sind die bösen Kapitalisten, dass die jetzt plötzlich merken, wie wichtig Wirtschaft ist. Und die merken jetzt plötzlich auch, dass wir alle Wirtschaft sind. Jeder von uns ist Wirtschaft. Wir kommen ein bisschen vom Thema ab, weil es, wenn ich über Klartext spreche und über diese Krise, ich hab noch ein schönes Beispiel für dich mitgebracht, und zwar aus dem Krankenhaus. Leadership im Krankenhaus ist ein Riesenthema, gerade in diesen Zeiten. Also wenn ein Arzt seinem Pflegepersonal sagt, Beispiel jetzt fiktiv, so wenn ihr die Menschen impft, dann sprecht vorher mit ihnen. Die Leute haben Fragen.
Kümmert euch um die Bedürfnisse der Menschen, die ihr impft. Wenn die unsicher sind, dann wollen die vielleicht nicht gleich den Stich haben, sondern vorher noch Fragen beantworten. Fragt die mal, was sie für Fragen haben. Du merkst, ich wiederhole mich die ganze Zeit. Ja, ich erzähle die ganze Zeit das Gleiche und ich mache noch ein bisschen weiter. Kümmert euch um die Leute. Ihr als Pflegepersonal habt eine Verantwortung, ihr habt mehr Wissen, also seid für die Leute da. Wenn ich als Führungskraft will, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tun, was ich sage, brauche ich Redundanzen. Also eine Redundanz ist streng genommen etwas, was wir für die reine Informationsvermittlung nicht brauchen. Das ist überflüssig im reinen Wortsinne. Aber wenn ich diese Redundanzen aus verschiedenen Perspektiven darstelle, also weil ich sage, kümmere dich um die Leute, vielleicht haben die Fragen, frag sie, welche Fragen sie haben, ja, dann kann ich immer noch auf den Punkt kommen und dann kann ich meine Botschaft, die ich an meine Leute vermitteln will, umso deutlicher rüberbringen. Was ich ganz schlimm finde, ist, wenn Führungskräfte sich jetzt zurückziehen und sagen, es ist eine Zeit der Unsicherheit, ich kann gar nicht kommunizieren. Ich weiß das von einem Freund, der ist Pressesprecher einer sehr öffentlichen Person. Und diese öffentliche Person, die sagt, oh, ich weiß gar nicht, was ich den Leuten sagen soll. Es ist doch alles, ich kann doch gar nichts sagen, weil nichts sicher ist. So, und dann machst du die Unsicherheit zum Thema. Dann sagst du, die Situation ist im Moment unsicher. Niemand von uns weiß, wie es weitergeht. Wir versuchen, alles daran zu setzen, damit es so weitergeht oder so weitergeht oder so weitergeht. Das Wichtige ist bei so einer Botschaft, einmal Zuversicht zu erzeugen und Zuversicht ist nie gelogen. Ja? Selbst wenn die Welt den Bach runtergeht, brauchen wir Zuversicht. Zuversicht zu vermitteln, Vertrauen zu vermitteln und Kompetenz zu vermitteln und den Leuten zu sagen, okay, ich muss jetzt als betroffene Mitarbeiterin zum Beispiel nicht die Panik schieben, bloß weil wir jetzt Kurzarbeit machen, sondern wir haben hier eine denkende Chefetage. Das denkt diese Mitarbeiterin nicht, wenn die Chefetage schweigt, wenn sie sagt, oh, wir sagen mal lieber nichts. Weißt du, was ich meine? Also, ja, ist ein guter Punkt. Wie überhaupt mal den Mund aufzumachen. Wie kommen wir denn in einer Führung oder auch im Sales wieder zu mehr Klartext? Wie schaffen wir denn wieder mehr Vertrauen zu haben? Wie schaffen wir denn wieder mehr anzuecken? Denn du weißt ja, nur eine Null hat keine Ecken und Kanten, sage ich immer gerne. Was bräuchte es für eine Kultur dafür? Ja, große Frage, großes Thema. Also wir brauchen eine Kultur des Selbstvertrauens, des Selbstbewusstseins. Also ganz viele Führungskräfte in Konzernen sind ja mehr oder weniger auch so eingekastelt in ein System der Disziplinen und Hierarchien und Kompetenzen und sind relativ machtlos nach oben und nach unten hin. Die haben dann eben ihre Funktion. Im Mittelstand sieht das vielleicht schon anders aus. Also im Mittelstand ein inhabergeführtes Unternehmen kann ruckzuck seine Unternehmenspolitik ändern. Das entscheidet einfach der Chef. Ja, der kann auch einfach die Unternehmenskultur ändern und sagen, okay, wir gehen jetzt mal weg von der schwammigen Sprache, die, also weißt du, ganz im Ernst, viele Unternehmen sagen in ihren Leitbildern, wir sind menschlich, freundlich, vertrauenswürdig, aber ihre Sprache klingt, als sei sie von einer Behörde. Umständlich, bürokratisch distanziert. Und da kann ich doch als Chef jetzt mal sagen, gut, wir ändern jetzt mal unsere Sprache. Wir hören jetzt mal auf, mit irgendwelchen MBA-Floskeln um den heißen Brei herumzureden, sondern wir sprechen tatsächlich auf den Punkt das, was wir meinen. Und wir freuen uns über Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die uns darauf ein Feedback geben. Und wir hauen denen nicht gleich den Kopf ab. Also eine stärkere, unmittelbare Auseinandersetzung über Themen, über Inhalte, mit weniger Gedöns, mit weniger verschleiernden, verschönenden Vokabeln in jeder E-Mail. Dann dauert das Lesen wieder länger. Es gibt Mitarbeiter in Unternehmen, die wollen gar keine E-Mails mehr lesen, weil sie nur mit größter Mühe herausfinden, was der Kollege eigentlich meint vor lauter Freundlichkeit und das Meeting war so toll und du hast ja so super präsentiert. Ja, weiß ich's denn? Vielleicht schmiert er mich nur voll. Also, dass wir hier wieder zu mehr Direktheit kommen und das bei aller Wertschätzung gegenüber den Menschen und dem, was sie leisten. Und ich behaupte nach wie vor, es schließt sich nicht aus. Ich kann zu jemandem sagen, du bist ein richtig guter Typ, dein Meeting war toll, an der Stelle hätte ich es anders moderiert, weil du hast den Kollegen unterbrochen, aber super Anfang dafür, dass es dein drittes Meeting ist. So, dann habe ich ein Lob verpackt in klaren Worten und ich fange nicht an, also eigentlich wollte ich dir sagen und bla bla.
Da möchte ich nochmal einhaken. Ist zum Beispiel, also ich bin ja der Verfechter, Thilo. Ich habe ja so zwei Sachen in meinem Limbeck-Vertriebsführung drin. Ich bin ja kein Freund der offenen Tür. Ich meine, im Moment brauchen wir sie eh nicht, weil alle Türen verschlossen sind, alle im Homeoffice sind. Aber so diese Manager sagen, meine Tür ist immer offen. Ich bin immer für meine Mitarbeiter da. Ja, da bin ich ja totaler Gegner von, weil alle Entscheidungen, die ich zwischen Tür und Angel treffe, werden keine guten Entscheidungen sein. Ich habe lieber 10 Minuten mit den Mitarbeitern ein One-to-One, mein Laptop unten, Handy weg und bin wirklich für den Mitarbeiter da. Ich glaube, das findet viel zu wenig statt, weil wir so zugedröhnt werden, wie du sagst, mit E-Mail, mit WhatsApp, mit Social Media, was auch immer. Und die zweite Sache, ich bin ja ein totaler Gegner von der Sandwich-Methode in der Führung. Was meine ich mit Sandwich-Methode, Mitarbeitergespräch? Herr Baum, schön, dass Sie da sind. Möchten Sie einen Kaffee? Schwarz, ich weiß ja, wie geht's denn Ihrer Frau und den Katzen? Herr Baum, Sie wissen ja, wir haben das Meeting heute. Also das, was Sie da verbockt haben, ja, bei dem Kunden X, dass Sie da den Preis nicht durchgesetzt haben, ja, da bin ich echt zutiefst enttäuscht von. Und also wenn das nochmal vorkommt, Herr Baum, müssen wir wirklich reden. Aber Herr Baum, ja, kleiner Schulterklopfer, ich glaube an Sie, Sie schaffen das wieder. Ich sag, ich muss mich vor einem Gespräch entscheiden, kriegt der Mitarbeiter nur einen Einlauf? Und das meine ich liebevoll, das heißt ja nicht, ich muss ihn vernichten, zerstören, sondern ich sage einfach nur, Herr Baum, wir haben einen Termin heute gemacht, weil ich Ihnen nochmal ein Feedback geben möchte zu der Kundensituation letzte Woche. Ich muss Ihnen nochmal sagen, da waren Sie nicht vorbereitet. Sie haben den Kunden nicht ausreden lassen. Sie haben nicht zwischen den Zeilen gelesen. Und von daher möchte ich nochmal sagen, das möchte ich so nicht mehr erleben. Mhm. Ja, ich möchte, dass Sie nächstes Mal vorbereiteter sind, dass Sie die Zahlen aufbereitet haben, sodass Sie daraus lernen und wir nächstes Mal so einen Kunden abschließen. Okay? Danke, Herr Baum. Ja. Langt. Für mich Klartext. Deswegen mag ich den Baum immer noch, wenn ich den jetzt nächstes Mal im Flur sehe gleich, ja, gehe ich auch nicht gleich mit dem um den Hals, aber wenn Kritik vorbei ist, ist sie vorbei, aber ich darf auch mal klar sagen, ohne Sandwich, oder? Definitiv, finde ich auch. Ich finde, du hast aber bei diesem Beispiel auch einen versöhnlichen Ausgang gemacht und damit, also es war kein Sandwich im klassischen Sinne, aber du bist auch versöhnlich aus dem Gespräch rausgegangen. Ich glaube, darum geht es eigentlich, dass man am Schluss dem Mitarbeiter sagt, ich zerstöre dich eben nicht, sondern ich würdige dich noch. Ich würdige dich als Mensch und ihm dann die Chance gibt, sich zu verbessern. Und das hast du, glaube ich, bei diesem kleinen Beispiel auch gemacht. Nein, ich glaube, nach wie vor, das ist ja die Aufgabe einer Führungskraft. Wir sind ja da, Menschen besser zu machen. Ja. Also das ist meine tiefste Überzeugung. Das ist auch das, warum du und ich jeden Tag aufstehen, weil du willst Sprache besser machen, du willst Klartext besser machen, Kommunikation besser machen. Ich stehe jeden Tag auf, um Verkaufen und Führung besser zu machen. Ja, denn ich glaube, auch da Klartext, wir brauchen in Deutschland wieder eine andere Leistungskultur. Ja. Schönes Beispiel, ich habe eben mit einem Kunden noch telefoniert, ja, in einer Branche, wo Verkäufer 80, 130.000 Euro verdienen, ein Garantiegehalt haben, die jetzt kommen und sagen, ich möchte gerne in Kurzarbeit. Warum? Weil sie mit ihrem Garantiegehalt mehr haben, weil sie haben eine Vorauszahlung, sie müssen dann wieder für verkaufen, das also wieder aufholen, das ist in der Branche so. Und der Unternehmer, den ich sehr schätze, ein toller Unternehmer auch, der viel für seine Leute auch macht, Great Place to Work, also die machen ganz viele Sachen, sagt auch, ich bin teilweise fassungslos, ich merke jetzt auch, Corona macht was mit den Menschen. Und ich glaube, auf der einen Seite müssen wir sensibel sein, weil es was mit den Menschen macht. Trotzdem dürfen wir immer noch klar und wahr sein. Das ist ja auch das, was ich propagiere, wofür ich stehe. Du darfst klar und wahr in der Sache sein und freundlich zum Menschen. Definitiv, genau richtig. Lass mich noch bitte einen Takt sagen zu der Politik Gerne. Der offenen Tür. Ich kenne das auch. Also ich war auch mal vor langer Zeit in einem Unternehmen angestellt. Das war eine Zeitungsredaktion. Da hatten wir natürlich Chefredakteure und alle möglichen Führungskräfte, auch im Verlag, beim Anzeigen, beim Marketing und Personal. Aber diese Geschichte mit der offenen Tür, die ich damals auch kennengelernt habe, ich glaube, das ist nicht klug. Also einmal, der Gedanke soll ja sagen, wir sind jederzeit für euch da. Genau. Also wenn ihr was habt, kommt rein. Das ist aber eine Perspektive, mit der kann keiner arbeiten, weil das bedeutet eine ständige Unterbrechung dessen, was du tust. Das ist sozusagen ein Kontraprogramm zum Single-Tasking. Ich würde sagen, wenn jemand mit mir reden will, gerne machen wir einen Slot, machen wir einen Termin. Genauso kannst du nämlich auch sagen, ich habe irgendwie WhatsApp ständig laufen und aus den 10 Gruppen, in denen ich bin, macht ständig Ping alle 20 Minuten und ich gucke rein, was da läuft. Dann kannst du auch
da bist du nicht produktiv. Also wir müssen gucken beim Arbeiten, dass wir die Möglichkeit schaffen und das auch vorleben, selbst Single-Tasking praktizieren zu können. Denn sonst kriegst du die Sachen, die du anfängst, nicht fertig. Dann verzettelst du dich und die Projekte werden nicht fertig und die Entscheidungen setzt du nicht um. Das finde ich bei der Politik der offenen Tür wichtig zu bedenken. Und nochmal, der Hintergrund ist die Empathie im emotionalen Sinne. Also ich will vermitteln, wir sind immer für euch da, wir fühlen mit euch mit. Für mich ist das aber nicht der Punkt. Für mich ist das, worum es im Unternehmen geht, vielmehr das Mitdenken als das Mitfühlen. Und der Unterschied zwischen Mitdenken und Mitfühlen ist der gleiche wie der zwischen Denken und Fühlen. Also es geht mir nicht darum, dass wir alle uns super wohlfühlen und erst wenn wirklich die Harmonie bei 100% ist, fangen wir an zu arbeiten. Das ist ja katastrophal. Sondern es geht ums Mitdenken, es geht um die Geistesgegenwart. Verstehe ich gerade die Situation meines Gegenübers? Kann ich die nachvollziehen? Weiß ich, in welcher Lage mein Chef gerade ist? Soll ich wirklich jetzt sein Büro stürmen, wo ich doch genau weiß, der bereitet sich auf den Showfix vor? Also ich finde, Geistesgegenwart spricht gegen diese offene Türpolitik und hat auch wieder mit Klartext zu tun, weil ich mir nämlich überlege, was denke ich eigentlich? Wo stehe ich gedanklich? Also wie gehe ich mit meinen Kolleginnen, Kollegen, Chefs um, Chefinnen, ohne denen irgendwie bei der Arbeit einen Klotz ans Bein zu binden. Weißt du, worauf ich hinaus will, oder? Das heißt, wir sind ja nicht zum Spaß in irgendeinem Unternehmen angestellt, sondern wir wollen da Erfolge haben. Wir wollen natürlich auch unseren Lebensunterhalt sichern, dadurch, dass wir da angestellt sind und arbeiten. Aber jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin muss verstehen, und in dieser Krise verstehen das viele, dass das Gehalt nicht von der Personalabteilung kommt, sondern das Gehalt kommt vom Kunden. Ganz viele Menschen, die in Konzernen arbeiten und wirtschaftsfeindlich eingestellt sind, ich kenne die, du kennst die auch, die Typen, ja? Die lernen im Augenblick. Wir müssen gendergerecht hier sein, das sind auch Frauen, ne? Was meinst du? Wir müssen genderkonform sein, es müssen auch Frauen sein. Es gibt Männer und Frauen, natürlich. Es gibt auch in dieser Fraktion gibt es eine breite Bandbreite. Und diese Leute verstehen jetzt, dass wenn sie nicht im Sinne des Kunden denken, dass sie dann ihren Job verlieren. Bisher war es immer der böse Chef, wenn jemand seinen Job verliert. Aber jetzt in dieser Krise kapieren die Leute endlich, was Wirtschaft bedeutet, dass eben wirklich jeder kleine Mittelständler um die Ecke, jeder Bäcker, jede chemische Reinigung Wirtschaft ist, weil die Leute Werte schaffen, Steuern zahlen, letzten Endes diesen Laden hier, diesen Staat, diese Gesellschaft am Laufen halten. Und wir brauchen in unserer Gesellschaft wirklich viel mehr Würdigung für die Menschen, die Werte schaffen. Ja, ich glaube, das ist ein Riesenthema, was du sagst. Da ist ja auch immer so, da darfst du dich auch irgendwie nicht zu äußern in Deutschland. Ich habe zum Beispiel eins nicht gemacht. Gut, jetzt bin ich sowieso jemand, dem Arbeiten leicht fällt. Also Arbeiten ist nichts, was mir schwer fällt. Ja, ich mag ja nicht diesen Spruch, hast du dein Hobby zum Beruf gemacht, hast du nicht einen Tag in deinem Leben gearbeitet. Das ist mir zu einfach, weil das, was ich hier mache mit dir, ist Arbeiten. Ja, auch wenn es Riesenspaß macht. Ja, Arbeit darf ja Spaß machen, das ist nochmal ganz wichtig. Ja, und ich habe letztes Jahr in Corona auch einfach auch als Leitbild für meine Mitarbeiter zu gelten. Ja, ich habe zum Beispiel keinen Urlaub letztes Jahr gemacht. Ja, einen Tag, ich hatte einen Vortrag oben in Travemünde, ne, da habe ich moderiert und Vortrag gehalten für zwei Companies, das erste Meeting hatten im Oktober, wie der erste Lockdown erstmal wieder gelockert wurde. Und habe das moderiert, die zusammenkamen, die vorher Wettbewerber waren und jetzt eben partnerschaftlich zusammengekommen sind oder gekauft worden sind, zusammenarbeiten. Und da hatte Andrea Geburtstag, da haben wir einen Tag dran gehängt. Ja, und dann bin ich nach Hause gefahren. Aber nicht, weil ich so toll bin, sondern einfach, weil, hey, ich habe eine Verantwortung hier für über 100 Mitarbeiter mittlerweile. Ja, in der Limbeck Group mit der Anna Biko zusammen und muss Gehälter zahlen. Und toi, 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 gehe ins 30. Jahr als Selbstständiger, habe bisher jeden Monat pünktlich Gehalt gezahlt, soll auch so bleiben. Und wie du schon so richtigerweise sagst, das merke ich auch bei den jungen Leuten oft, dann sehen die, wir machen als Beispiel 250.000 Euro Umsatz mit einem Training oder einem Beratungsprojekt. Und bei manchen Menschen denke ich immer, dass
das ist dann gleich netto. Die glauben also, es geht direkt in die Unternehmertasche. Ne? Also wir haben irgendwie Gebäude, wir haben Fahrzeuge, wir haben Mobilfunkkarten, Laptops, hochfahrbare Tische und. Und ich glaube, da darf man auch mal wieder dem Mitarbeiter klar sagen, ich habe das jetzt am Anfang des Jahres gemacht, wir sind umgezogen von Wesel nach Dienstlagen, weil wir da noch ein Gebäude gekauft haben. Also ich habe jetzt hier nach wie vor, auch wo wir gerade sitzen, war praktisch Telesales 2. Da habe ich jetzt mein Live-Studio reingemacht, wo ich eben meine Seminare rausmache. Da habe ich auch gesagt, Leute, passt mal auf, wir haben hier investiert, aber jetzt will ich auch Attacke. Ne? So. Also wir müssen das auch wieder reinholen. Also wir leben nicht nur von, dass wir jetzt noch einen Koch eingestellt haben, damit es leckeres Essen mittags gibt, dass ihr alle gesund ernährt werdet, sondern es geht darum, auch am Ende der Tage sind wir kein eingetragener Verein. Wir müssen einen Ertrag erwirtschaften, um zu wachsen. Und wir leisten ja auch einen Beitrag in der Gesellschaft. Wir machen Unternehmen gesünder, wir machen sie besser. Wir helfen besser zu verkaufen, weil das erleben wir ja auch in der Politik, dass da wenig gut in meinem Modell von Weltverkauf. Hätte ich eine letzte Frage auch nochmal an dich, ohne politisch zu werden, aber es ist ein spannendes Thema gewesen. Ich muss dir das erzählen, Tilo. Ich hatte vor ein paar Monaten einen Bewerber. Einen sehr auf den ersten Blick sympathisch jungen Mann. Also auf den zweiten Blick dann auch. Aber ich musste ihm hinterher mal ein Feedback geben. Ich habe sowas noch nie erlebt. 27, 28. Sitzt mir gegenüber. Wir suchen für unsere Headhunting Company, die Sales Ranger, ja, suchten wir noch ein Personal Mann, Frau. Und er arbeitete jetzt bei einem, wollte da aber weg, kam aber aus der Politik, war praktisch Assistent von Bundestagsabgeordneten in Berlin. Ist auch in der Partei engagiert, ist also eben, Partei lassen wir weg, ja, da hier im Vorsitz. Ich habe mit dem anderthalb Stunden ein Gespräch geführt, nochmal. Ich habe ihm ja gesagt, junger Mann, ganz offen gesprochen, Sie sind wirklich sympathisch, kommen jetzt zum Ort, aber Sie sind nicht einmal auf den Punkt gekommen. Sie haben mir nicht einmal erzählt, was Sie wirklich können. Sie haben tolles Storytelling drauf, aber den Menschen habe ich hier nicht kennengelernt. Und ich habe einen kennengelernt, der auf mich wirkt, als wenn er 20 Jahre älter wird. Ich gebe ihm das mal so als Geschenk mit, als Feedback. Und dann guckte er mich ganz, ganz lieb an und sagte, ja, das lernen Sie in der Politik. Ja, du willst niemandem auf den Schlips treten. Du willst es allen recht machen. Versuch mal in der Bundestagsfraktion einen politischen Willen zu formulieren. Da werden Papiere geschrieben, am Schluss musst du irgendwas verabschieden. Und das sind dann meistens 1000 Kompromisse. Das liegt in der Natur der Sache, wenn du Demokrat bist. Wenn du sagst, wir berücksichtigen die Mehrheitsmeinung. Und es geht um die Meinung, die wir uns bilden, mit der Mehrheit. Das heißt, wenn du 51% hast, ist das die Mehrheit. Und die gilt dann zu 100%. Das fand ich gestern sehr spannend vom Bosbach in dem Clubhouse-Talk, wo ich drin war, als Moderator, ja, mit den jungen Unternehmern. Die haben mich dazu eingeladen, als eben auch Unternehmer. Und der Bosbach dann sagte, ja, ich sehe da auch viele Schwierigkeiten in der Politik, aber da müssen halt Unternehmer ja in die Politik. Und wir hatten jetzt nur eine Stunde insgesamt mit denen und es waren 5 Leute, 5 Fragen und ich hätte gerne darauf geantwortet. Jetzt wissen Sie, warum Unternehmer das eben nicht tun, weil die zu sehr Klartext sprechen und eben keinen Bock haben auf diese ganze Kompromissbereitschaft und dafür organisieren sich ja nun mal dann in Verbänden oder anderen Geschichten, weil so ein bisschen vorwarf, naja, ihr seid ja alle selber schuld, wenn ihr euch von unterschwellig, ne, Lehrern und Beamten regieren lasst, wenn ihr auf der anderen Seite aber Dinge fordert. Denn ich glaube ja persönlich, ja, wie gesagt, weit weg von Politik aktiv zu betreiben. Aber ich finde, ein Land muss geführt werden wie ein Unternehmen. Da brauchst du klare Strukturen, da brauchst du klare Richtlinien, da brauchst du klare Regeln. Und von daher, ja, prima. Also Martin, ein Punkt noch, der wirklich wichtig ist. Also wenn du als verantwortungsbewusster Arbeitgeber durch diese Krise gehst mit deinem Unternehmen und du schaffst es, diese Unternehmen durch die Krise zu manövrieren, dann sicherst du die Existenz von Arbeitnehmern. Du sicherst die Existenz von Menschen, die in deinem Unternehmen arbeiten. Du bringst die Gesellschaft voran, wie du auch schon gesagt hast. Und du entlastest den Staat, weil deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nämlich nicht vom Arbeitslosengeld leben, sondern in diesem kleinen Block Wertschöpfungsfaktor enthalten sind, die diesen ganzen Laden hier am Laufen halten. Was wir jetzt politisch bewirken müssen, ist, dass wir trotz der notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung dieses Virus, ja, dass wir schauen, wo ist Wertschöpfung möglich. Was ich überhaupt nicht leiden kann, ist diese Debatte darüber, wenn jetzt einer tatsächlich immun ist und angenommen, du bist geimpft und diese Impfung bedeutet wirklich, du kannst das Virus nicht mehr weitergeben, darf der dann
nur deswegen nicht ins Kino, aus reiner Gerechtigkeit, weil es nicht alle dürfen. Kennst du diese Argumentation? Ich finde das total bescheuert. Angenommen, du bist ein Kinobetreiber und 2% der Bevölkerung dürfen wieder ins Kino, dann tragen die wieder ein bisschen zum wirtschaftlichen Aufschwung bei. Diese Gleichmacherei zu sagen, ey, aber erst wenn alle dürfen, das, da würde ich dann sagen, du, es haben auch nicht alle einen Führerschein. Sollen alle eine Fahrerlaubnis für den Pkw bekommen, weil es sonst ungerecht ist? Und ja, wir werden niemals eine Gerechtigkeit haben. Und der Wert der Gerechtigkeit, sodass alle gleich behandelt werden und es allen gleich gut geht, ist in unserer Gesellschaft aber momentan ein extrem hoher Wert. Ich will nicht ungerecht sein, das ist nicht der Punkt. Ich sage nur, wir erreichen niemals 100%ige Gerechtigkeit. Und dann ist es mir lieber, dass ein Unternehmen sagt, okay, wir machen jetzt Business, wo es geht. Wir machen alles, was legal ist. Wenn ich eine Veranstaltung machen darf, dann mache ich die einfach, um den Laden am Laufen zu halten, einfach um Steuern zu erwirtschaften, die diese Gesellschaft an einer anderen Ecke braucht, um Ärzte zu bezahlen. Diese Absolut. Zusammenhänge, die müssen wir in die Politik tragen. Ja, ist ja logisch, erst kommt, ne? Definitiv, also, du sagst es logisch, versteht aber keiner. Frag mal draußen, ja, die Leute, frag mal irgendwie. Absolut, absolut. Schau, ich habe früher eins nicht verstanden, dass Menschen wegen Steuern ausgewandert sind. Heute mit den komplexen Steuergesetzen. Ja, mein Steuerbüro ist ein größeres Steuerbüro, der sagt mir, der Einzelsteuerberater hat keine Chance mehr zu überleben in Deutschland, weil das Gesetz so komplex geworden ist, dass du mehrere Menschen brauchst, um ein Unternehmen wie dich jetzt zum Beispiel, sagt er, die Limbeck Group mit 100 Leuten da, mit unterschiedlichen Gesellschaftsformen und Handelsvertretern, wir haben eine Organisation mit Handelsvertretern, zu beraten. Der Einzelsteuerberater schafft das gar nicht mehr. Und da frage ich mich, das kann ja auch nicht sein. Ich bin ja immer so der Verfechter gewesen. Früher die Idee von Merz fand ich ja super irgendwie, ne? Alle 3 Steuerklassen, alle Freibeträge abschaffen, ja, und schon hast du das Thema durch, aber dann hast du wieder eine Menge Menschen, die keine Steuerbeamten mehr sind. Also, wie gesagt, wir wollen ja nicht politisch werden. Hier war heute der Mann, der sich wirklich mit Klartext auskennt, und ich könnte mit Thilo wahrscheinlich den ganzen Tag hier noch debattieren, diskutieren, in den Diskurs gehen. Auch das ist wichtig, bei Klartext in den Diskurs zu gehen. Nicht um den anderen zu ärgern, sondern um eine klare Meinung zu haben, um eben Klartext in der Sache zu haben, nett zu Menschen zu sein. Ihr Lieben da draußen, wer bei mir im Podcast ist, weiß, es gibt immer eine Umsetzungsaufgabe. Schaut mal selber hin für die Vorbereitung eurer nächsten Remote-Mitarbeitergespräche oder persönlichen Gespräche. Wo darfst du auch mal wieder Klartext sprechen und wie verpackst du es, dass du in der Sache hart bist und zu Menschen fair bist. Ja, nochmal herzlichen Dank, Thilo Baum. Ich verlinke ihn hier unten. Wenn ihr Thilo seine Bücher haben wollt, sind unten in den Shortnotes drin. Ein klasse Typ, tolle Inhalte. Kenne niemanden, der so klasse Dinge auf den Punkt bringt wie Thilo. In dem Sinne, eine gute Woche euch. Und schaut wieder rein, wenn es nächste Woche reist. Schaut wieder rein, hört wieder rein. Weil heute habe ich das erste Mal auch mit Video hier aufgenommen. Deswegen sage ich, schaut wieder rein, weil ich sehe Thilo und mich hier. Und in dem Sinne, hört wieder rein, wenn es heißt Limbeck.verkaufen, Vertrieb, Digitalisierung und Führung. Euch eine gute Woche. Glück auf, euer Martin Limbeck. Dankeschön, ciao. Das war Verkaufen. Bis zur nächsten Folge ist es noch ein wenig hin. Besuchen Sie uns bis dahin auf unseren Social-Media-Kanälen oder unter limbeckgroup.com. Ein Besuch lohnt sich. Glück auf!